Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Hautdegen Arthur. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Warte mal. Ja. Hier ist irgendwie. Ist hier irgendjemand? Warte mal, gehen wir hier rüber. Gehen dann so rüber, ne? Ich glaube, wir kommen nie. Wir kommen nie zu unserem Kopfgeld. Hm. Do you smoke, sir? Mm. Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, don't worry about these. Actually, take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. Oh, you got any? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. Well, it sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. You'd pay me. A fair price. Now, you send them to me right here. Phineas T. Rampart, at your service. I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Ich gebe euch trotz alledem den Rat, nicht zu rauchen. Denn ich gehe einmal im Jahr mehr in Urlaub als derjenige von euch, der raucht. Das muss man einfach so sagen. So, weiter geht's. Weiter geht's, mein Freund. Ich weiß, so, wir wollen ja eigentlich, ne? Wir kommen hier einfach nicht zu Potter. Aber was soll's? Ja. Ich find's gut. Und wenn wir hier noch dranhängen, wenn wir alt. Hey, ich meine, ich bin schon alt, aber wenn wir grau sind, dann müssen wir es suchen. Dann müssen wir hier runter. Sieht beinahe so aus. Hier ist schön, ein bisschen, oder? Ist ein bisschen schön. Wer ist denn hier? Seid ihr euch sicher, dass wir hier richtig sind? Moment. Na, der wird oben sein. Sind wir wieder falsch geritten? Nee, wir müssen. Das passt schon. Hey. Wir müssen oben entlang, sag ich euch. Der hat uns falsch geschickt. Lass rauf. Ja! Aha! Sei gegrüßt. I don't understand this at all. Hey, over here.
Hi. Alles klar. Senor! What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. Well, no, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Hmm. Well, good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created 2 maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes! Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Du willst mich wohl verkackeiern. You must think I was born yesterday. Between us, this map has proven a challenge even for me. So, how about I sell it to you for just $5? One half less. I ain't paying you nothing to go on some wild goose chase. Yes, well, when I am plated in gold and you are starving on the street corner, who will be laughing then? Ja, du. viel Spaß. Viel Spaß. Ein goldgekleideter Mann. Okay, hätten wir auch das. Ja, wäre bestimmt irgendwas. Irgendwie bestimmt was soll's. Das geht uns Gold an. So, wir wollen aber unseren Freund befreien. Von Kopfgeldjägern. Richtig? Ja. Also, weiter geht's. Wir haben noch einen weiten Weg durch die Prärie, durch die amerikanische Prärie. Komm überhaupt hier runter? Ich halte das für ein Gerücht. Wir gehen lieber wieder den Weg zurück, den wir gekommen sind, dann unten entlang eventuell. Ich halte es für die sichere Variante, als dass wir hier runterstürzen. Huch! Aber eins muss man sagen, ne? Das ist schon Wahnsinn. Ne? Also die Reiterei haben sie echt gut gemacht. Ich habe ja Witcher und... Moment. Ich höre irgendjemanden. Lily May! Lily May, you think you're so great! Strutting around, nose in the air, holding hands with that dog. That's cool. Lunkhead. You care about this girl? Stand up for yourself. She'll come around. Yeah, I've been waiting. Hmm. Trust me, kid. There ain't so many good men out there. Make yourself one of the good ones. Thanks, mister. I hope you're right.
Ja, das ist ja schön, ne? So eine ganz, 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 ganz kleine Geschichte, ne? Finde ich schön. You wait, Lily May. Well, someday, I'll show you. I'll be rich. A nice, big house. You'll be begging me to court you. Tja, mein Freund, wer weiß. Wer weiß, die Lily May. Ich glaube, die Lily May hat es ihm total angetan. Da könnte man einen Song drüber machen. Lily May. Oh yeah. Ihr merkt, ne? Die Kaninchen haben es immer noch angetan. Aber jetzt, heute gibt es keine Kaninchen. Wir wollen endlich, eventuell, ein bisschen Glück. Ein glitzekleines bisschen Glück. Wir schauen immer mal kurz unten rein. Was haben wir denn da Großartiges gekauft? Wir haben noch jede Menge gekauft. Von dem Healer. Fine morning, partner. Good morning. Was ist denn das dort hinten eigentlich? Was ist das? Ist das eine... Ist eine Poststation? Ach, das ist ein Bahnhof, ganz einfach. Rick Station. Nett. Nett. Nöt. So, los geht's. Wir haben keine Zeit eigentlich für solchen Unsinn. Aber wir nehmen sie uns. Also, wie gesagt, ihr braucht ein bisschen Geduld mit mir, ne, bei solchen Spielen. Genauso wie beim Kaschid München. Eigentlich bei jedem Spiel. Bei jedem Spiel, was ich angehe, braucht ein bisschen Geduld. Wer meine Let's Plays schaut, der braucht echt ein bisschen Geduld. Kann man nicht anders sagen. Halt so schön genießen hier. Na, komm. Oh, der hat einen coolen Hut auf. Oder? Sagt ihr, so einen coolen Hut braucht man noch. Für Arthur. So einen richtig großen, coolen Hut. Wir hätten mal drauf schauen können. Wenn wir drauf schauen können. Oh oh. Das sind die zwei Halunken da oben. Gesetzeshüter, ne? Das sind Gesetzeshüter. Ja, wir müssen aber weiter. Das sind hier Gesetzeshüter. Hm, das könnte ein Problemo werden. Alles. Wir müssen ja. Können ja nicht anders. Vielleicht sollten wir von den Straßen runter. Oh, oh.
Hey there, mister. Hello. Das ist Prärie, ne? Toll trocken. Das ist fast so wie bei uns. So trocken. Ich glaube, wir müssen ein bisschen verfahren. Pizzaklett, aber wo sind wir denn hier? Wartet mal kurz. Gehen wir ein bisschen außen rum. Ach, das sind die Great Plains. Nice. The Great Plains. Upsa. Das war gefährlich. So, meine Freunde, ich glaube, ihr seid da oben. Und ich glaube, ich habe euch schon gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Doch. Wir nehmen mal nicht unbedingt. Ja. Nehmen mal das Wort. Ach, da sind sie. Ich hab sie gar nicht gesehen. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes open. Pen. Hey. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, and pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the Upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean, and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Let's head upriver and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes. South of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother they're saying Dutch murdered on the boat. I don't know about that. I wasn't there. Bad day. And no money yet, it seems. I hope you know where that is, at least. All right. I think those might be our boys. All right, gentlemen. I think we're going the wrong way. Follow me. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while.
Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Let's go! Stay with them! You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Push up! Come on! Schaut hin, da unten. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Da unten ist das Boot, ne? Momentan sehe ich, ach, da vorne ist. Hab's aber, wir rennen nicht in irgendwelche Pinkertons. Hey, they've pulled into shore. All right, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen. Binokulär. Ach nee, das war bei Gegenständen, Entschuldigung. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, and wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Sorry. Ich hoffe, ich komme damit zurecht. Was ist denn vor? We should do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Crouch down out of sight. Take out your knife. Stay here. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Wait here. He's still wheeling them in. Gentlemen! Gentlemen! Excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You She's take the one on the left. Where is she? Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, mister. I can't. I'm having a fit. Okay, let's get after him. A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with.
boots you got there, eh? Those are very nice. Who's the guy you got them from? Is he alive still? Come on, focus. Oh. We're gonna have to shoot our way up there! Who the hell are they? Where did it? Where the bitches come from? Let's push up! Son of a bitch, you got me. Ich habe nicht aufs Leben geachtet. Es hat so gut geklappt, ne? Wait here. He's still reeling them in. Gentlemen! Excuse me. Krieg ich mal. Dear brothers, my wife is gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Where is she? Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Könnt mich jetzt schon ärgern. I can't. I'm having a fit. God damn it, Arthur. Okay, let's get after him. A pleasure, as always, gentlemen. I think you have. Wir hätten echt nur mal uns irgendwas reinhauen brauchen. Das gereicht. Also, ich muss auf die Gesundheit achten. Ich war so drin, ne? Wartet mal kurz. Wo müssen wir? Wartet mal jetzt. Bin ich ein bisschen außen vor. Hier müssen wir noch rauf, oder? Entschuldigung. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. Ja, die sehen uns, ne? Okay, lindo, those boots you got there, eh? Those are very nice. Who's the guy you got them from? We're gonna have to shoot our way up! Just stay the hell back! Shit! Look out! We got business! Let's push up! War das nicht so, dass ich hier hindern... Doch, kann das. Mein Freund? Oh, da oben. Ist es da oben eigentlich einer... Der hat uns, glaube ich, das Leben zur... Oh, shit. Warte mal. Müssen wir hier ein bisschen für ausgleichende Gerechtigkeit sorgen. Ja, ich bin ja schon hier.
push up on them. Ja, schon hier. Oh, 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 oh. More oh. Coming in on horses. Wo haben wir noch einen? Keine mehr da, oder? Warte mal, ich... Warte, an der Klippe hier. Warte, ich gehe in Deckung. Come on, let's get up there. Okay. Ich würde sagen, wir gehen. Wenn ich dann endlich mal hier fortkomme, wartet. Ja, es war echt ein bisschen doof. Wir wollen wenigstens noch den hier, die Stärke Arzenei mitnehmen. Und dann, wartet mal, er will irgendwas machen, würde ich gern... mal hier. Nee, nicht zum Kochen. Wir haben doch schon gekochtes irgendwo. Alter, vielleicht hier unten. Nee, das ist alles nicht gekocht, sehe ich gerade. Alles ist was. Das sind ein paar Dosen. Wo denn? Ich sehe keine. Ja, ich bin schon dabei. Here's Charles. All good? Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. Bin schon auf dem Weg. I'll take the left side, Charles. You go right, okay? I guess. Ich nehme auch mal die linke Seite. Let's take these hijo de putas! God damn arm! Bastards! How much is Sean's bounty? Maybe we should turn him in ourselves. Still time. On top of the tower, who's got a shot on him? Wo? Wo schießt er hin? Sehen wir mal dann gar keinen. Ja, wenn du die... Geh mal weg! Let's push forward! Push up on him! I don't believe it! There's more of them! More of that clip to the left, by the tree! Ah. Okay, die haben wir auch. Look, they're running away! Thomas? Okay. Let's get Sean. Well, one of you was helping me out here. Na klar, mein Freund. Arthur. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me.
I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper I can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy's back in your lives now. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. So, wir schauen, was hier so gibt. Bronze haben wir bekommen. Naja, wir waren... Ich geb's zu, wir waren nicht so... die großen Schützen diesmal. Haben wir schon besser gekonnt, ne? Haben wir echt schon ein bisschen besser gekonnt. Gebe ich zu. Schauen wir, was wir für die Lagerkasse bekommen. Vielleicht gibt es hier irgendwas hier. Man weiß ja manchmal nie, ne? What? Ich hoffe, da kommt niemand von den Pinkertons. Solange ich jetzt hier bin. Warte mal, da drüben ist, glaube ich, eine Zigarrenschachtel oder was das ist. Ja. Voll was drin. Was ist denn das hier für eine kleine? Ach, Pistolenmunition. Nimm mal bitte. Oh, es wird ermittelt. Hm. Ist irgendjemand in der Nähe? Tatsächlich, da kommen welche. Wir müssen fort. Und keine Zeit hier mehr. Wo ist mein Pferd eigentlich? Ach da. So, wir müssen fort. Kann ein andermal wieder davon reden. Ach so, wir hätten uns rauswinden können. Oh, das ist schade. Mist. Wir hätten uns rauswinden. Und wir haben unseren Hut verloren. Und wir haben Kopfgeld. Von $15. Wir hätten uns tatsächlich rauswinden können. Dann hätten wir auch weiter. Wir waren zu gierig. Wir waren tatsächlich zu gierig. Wir schauen mal, wie wir hier wieder fortkommen. Dass wir aus dem Gebiet herauskommen, ne? Otriskel. Okay. Na, versuchen wir dann, was weiß ich, nach Wellenthal oder nee, zu unserem Lager halt zurückzukommen. Ne? Schauen wir mal, dass wir hinkommen. Ja. Dass wir einen neuen Hut bekommen, vor allen Dingen. Hier. Wenn wir jetzt einmal durchs Wasser gehen. Yep. Und jetzt. Oh, mein Pferd will nicht. Oh. Ui, 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 ui. Ja, das ist natürlich doof jetzt hier. Wie viel haben wir? Dollar? $15 Kopfgeld in West Elizabeth. Oh. Sei gegrüßt. Hello. Hello. Gott sei Dank keine Gesetzeshüter gewesen, ich hab schon gedacht. Das sind auch Gesetzeshüter. Ich glaube, wir haben noch ein paar Hüter in unserem Lager. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Ja, wir sind hier sowieso gesucht, oder? Im Grunde. Kommt es auf das Kopfgeld jetzt auch nicht mehr drauf an. Kann ich mir vorstellen. Ich kann
Können wir den niederreiten? Ja. Ach ja, in der Postmeisterei kann man das bezahlen. Das ist richtig. $15? Ja. So viel haben wir gar nicht geplündert dort noch. Boah, was soll's. Die $15, die werden wir auf alle Fälle bezahlen. Ich mag kein Kopfgeld auf meinem Kopf haben. Oder zumindest auf Arthurs Kopf nicht. Ne? Ja. Ja, ist nicht ganz so gut gelaufen, gebe ich zu, wie ich es gern gehabt hätte. Ach so, wenn wir schon mal hier sind, könnten wir eigentlich noch was mitnehmen für zu Hause. Wir schauen mal, ob wir irgendwie einen, keine Ahnung, irgendwie einen Hirsch oder irgendwas finden, ne? Wenn uns irgendwas vor die Flinte oder vor dem Bogen vielmehr läuft, das nehmen wir noch mit. Ist das eine Postmeister... Ist hier drin vielleicht eine Postmeisterei, damit wir gleich unser Kopfgeld bezahlen könnten? Sehr gegrüßt, mein Freund. Huch, Vollren. Na? Hello, boy. Hey, boy. So, haben wir hier eine Postmeisterei zufällig? Nee, du vielleicht. Wer bist denn du? Gentlemen. Nö. Sieht nicht aus wie Postmeisterei. Ach, die. Nee, ja. Es ist einfach, das ist keine Postmeisterei. Ja, wenn wir Poker spielen wollen, dann wisst ihr Bescheid. Postmeisterei sieht anders aus. Gib ich zu. Okay. Das ist Arthur ohne Hut, ne? Es ist einfach viel Teil. Ich muss viel. Asse ohne Hut ist wie... Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ist wie eine Kuh ohne Milch, oder? So ist in der Art. Den... Oh, jetzt ist aber... Ist aber schnell Nacht geworden hier noch. So richtig Sommer. Was ist denn hier los? Hier ist ja... Der Dunkel hier ohne Ende. Wieso ist denn das so dunkel? Nicht an Baum ran. Ja, da haben wir ja gar nichts. Halt. Nee, das können wir nicht machen. Wir müssen zumindest mit einem Stück Fleisch kommen. Ich kann hier nicht ohne Fleisch ran. Ich kann hier einfach nicht ohne Fleisch rein. Es geht nicht. So. Schauen wir uns mal kurz nach oben. Wahrscheinlich ist jetzt gerade hier, obwohl hier tausende von... Hier, es ist tausend... Ah, der ist fort. Tausende von Wildtieren. Aber... Ja. Ihr wisst ja, wenn man was braucht... Natürlich nichts da. Yep. Ich sehe nichts. Also, außerdem. Halt! Nein! Nein! Bleibt stehen!
Oder ist das ein Bison dort? Der geht natürlich auch mit fort, ne? Achso, hier. Wir haben nur noch 17 Pfeile übrigens. Das heißt, wir schauen mal hier unten. Vielleicht haben sie sich wieder beruhigt. Was ist denn das dort überhaupt für ein Haus? Ist zum verrückt werden, oder? Sonst sieht man 5000... Ich war zu schnell, ich weiß. Fünftausende von diesen... Bräuchten wir denn ein bisschen Dead Eye, ne? Ich meine, wir haben genug von dem Zeugs. Das müsste doch eigentlich... Eigentlich haben wir den zweimal getroffen, ne? Ich meine, die Spuren, die finden wir echt nicht, ne? Also ich meine, es wäre schon reell, wenn man die finden würde, aber... Halt! Nein! Den nehmen wir mal mit, wie er ist. Und lassen ihn mal auf dem Pferd. Und dann schauen wir mal... Wo ist denn mein Pferd? Ne, wie war das? Wie konnte ich... Jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich mein Pferd... Ne, so nicht. Achso. Ich lasse das mal auf dem Pferd. Und jetzt schauen wir nochmal... Das würde mich nochmal interessieren, nämlich... ob wir den Good haul today, girl. Dann im Lager irgendwie, wisst ihr? Versteht mich, ne? Verstauen könnten. Das wäre ja super. Hey, enough out of you! Stay back from the wagon, sir. Transporting a fugitive. Hey! Hey, you! Please! You gotta get me out of here! Hm. Let me out of here! Na klar. I got a wife and kids! Wer nicht? Shut up and keep still! I never robbed a thing in all my life! Come on! Oh, you're giving me a headache! Who is that? Arthur, you dumbass! You can tell me later. Ich hab Fleisch. Ich hab tatsächlich wieder Fleisch dabei. Werdet ihr kaum glauben. Die Frage ist nur... Inwieweit... Obwohl, schaut mal hin, die Einfuhr... Irgendwie... Es ist noch nicht so, wie ich es gern hätte. Aber wir werden besser. Aber nicht gut, aber wir werden besser. Denn Taylor ist ein widerlicher Kerl. Die haben immer coole Lieder drauf, oder? Die Mädels. By the head and greet him on the fly. He could pick up his front ones whenever he chose to try. Whenever he chose to try. He used to ride most anything and now he seldom will. He says they cut some paper of which he got his fill.
He's done and quit the business. Settle down to quiet life. Hunting for some maiden. Be his little wife. Gonna wash and patch his britches and feed the setting hen. Milk all blue and brandy and tend to baby Ben. Tend to baby Brian. Hätten wir auch mal mitziehen können. Der Dorn. Man, you'd be right. I never did. But I tried. Was ist denn hier eigentlich los? I made it as far as Chicago. Chicago ain't nowhere near Australia. No, but it's on the way. Das ist richtig. I always wanted to see one of them kangaroos. Giant boxing rats who keep their babies in their pockets. Oh, God. What kind of lunatic thought that up? That's an interesting way of seeing. Genau, Chicago liegt eigentlich auf dem Weg nach Australien. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Hello, English. Kangaroo farmers. Ach, da ist er ja, unser Sean, oder? So hieß er doch. So. We could really use some more meat, Mr. Morgan. Yeah. Ich kann dir aber, glaube ich, nicht alles spenden. Ich brauche was für mich. Echt. Schwere Schäden. Aber hier haben wir einen Gabelbock. Das kriegst du auch nicht. Warum auch immer. Das bekommst du. Fine, but make sure you get a good price for it. Das bekommst du. Don't you overcook this now, Pearson. Was ist das? Ach so. Nee. Hasenfell bekommst du. Good job, Arthur. Und den Kadaver bekommst du. Was sind das mit den... Na gut. Thank you, Arthur. Können wir hier irgendwo... Wartet mal, wir können doch hier immer was essen, oder? So, dann nehmen wir mal eine Schüssel von... Oh, sieht du trotzdem irgendwie... Sieht lecker aus, oder? Finde ich. Also ich finde, es sieht total lecker aus. Also leckerer kann es eigentlich gar nicht mehr werden. So, dann fehlt uns eigentlich nur noch ein bisschen Dead Eye. Wie bekommen wir eigentlich Dead Eye? Durch was bekommen wir? Nee, Ausdauer. Obwohl, Ausdauer. Ausdauer wäre auch nicht so schlecht, ne? Nee, ja, das ist super, aber nee. Hier müssen wir mal kochen. Ach so, das können wir schon essen. Schaut mal hin. Da haben wir doch genug von dem Zeug. Bin ich doof, ne? Ah, hallo, Mr. Morgan. Wir haben doch schon gekocht, wie die Wahnsinnigen. Können wir hier noch irgendwo eigentlich kochen? Hallo, Sean. Ach, da haben wir... Ach so, ich muss nur da rein. Da haben wir ja... Wir haben ja so viel Zeugs. Hello there. Wir brauchen aber wieder unseren Hut. Wir brauchen... Und halt! Warte, wir haben doch irgendwo eine Uhr wenigstens bekommen. Damit wir wenigstens heute noch unseren Beitrag leisten. Gegenstand spenden. Da haben wir die Uhr. Im Wert von $10. Immerhin. Haben wir zumindest mal $10 gespendet. Wer hat heute eigentlich noch gespendet? Das wollen wir jetzt schauen. Wer hat gespendet heute noch? Zeigt's mir. Wer weiß? Arthur. Goldene Taschenuhr. Arthur Hasenfell. Arthur John hat ein Kojotenfell.
Naja, mit deinen 60 Cent, mein Freund. Die Tilly Susan hat eine Möhre gespendet, finde ich super. Eigentlich ist hier der Arthur der einzige Geldgeber. Oh nee, Lenny. Eine silberne Gürtelschnulle. Immerhin. Ich will nichts gesagt haben. Ich will nichts gesagt haben. So, wo bekommen wir unseren Hut? Das ist jetzt das große Übel. Ich brauche eine Kopfbedeckung. Jawohl. Ah, das sieht einfach nicht schön aus. Das sieht... Nie. Nie. Gut. Was hast du denn eigentlich noch an Mänteln? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Was ist denn noch an Westen? Nee, das ist uns zu auffällig. Ja, wenn machen wir so eine... Wisst ihr, vielleicht gibt es ja einen Kontrast ein bisschen. Oh, wisst ihr? So ein Kontrast. Hose. Hast du eine anständige Hose? Anständige Jeans? Wie sieht das aus? Zeig. Perfekt, oder? Find's gut. Seh dich kaum. Oder geh nochmal raus hier. So, wir hören jetzt auf, ne? Warum nicht? Ja, das ist halt Arthur, ne? Ich sag ciao, ciao für heute. Halt, halt, ich muss euch noch was zeigen. Hier. Jetzt, ne? Also, ich bitte euch. Also, wenn nicht jetzt, wenn dann. Ciao, ciao.